Für eine maßgeschneiderte Therapie bei GIS-Patienten müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Die Informationen stammen von verschiedenen Quellen. Einerseits natürlich vom Patienten selber, der mir seine persönliche Anamnese wie auch seine Begleitmedikation erzählt. Im Weiteren suche ich den Kontakt zu den Radiologen, die mir die Bilder des Patienten erklären und mir aufzeigen, wo sich überall der Tumor befindet. Und im Weiteren frage ich auch den Pathologen bzw. bitte ihn um die Durchführung einer sogenannten Mutationsanalyse, die in größeren Zentren hier in der Schweiz durchgeführt werden kann. Einerseits wissen wir, dass die meisten GIS-Tumoren primär sehr früh in der Entwicklung des Tumors eine Mutation, häufig im C-Kit-Eiweiß, aufweisen. Und diese Mutation ist verantwortlich für die Entstehung des Tumors. Heutzutage sind wir aber in der glücklichen Lage, dass wir wissen, dass GIS-Tumore sich durch die Einnahme von sogenannten Multikinase-Inhibitoren beeinflussen lässt. Bei den Multikinase-Inhibitoren handelt es sich um Medikamente, die in Form von Tabletten dem Patienten verabreicht werden können. Währenddem eine herkömmliche Chemotherapie nicht zielgerichtet ist, sondern jede sich teilende Zelle abtötet, unabhängig, ob es sich dabei um eine gutartige Zelle oder um eine bösartige Krebszelle handelt, ist eine Target-Therapie sehr zielgerichtet. Die hierbei eingesetzten Medikamente wirken zielgerecht. Die docken ganz präzise an die Stelle an des Rezeptors, der für die Weiterleitung dieser Signale verantwortlich ist. Und damit schaltet man den entscheidenden Fehler, schaltet man damit aus. Bei diesen Therapien ist es extrem wichtig, dass der Patient seine Medikamente regelmäßig nimmt. Das heißt, ohne jede Unterbrechung, ohne Pausen, so oft es geht, so regelmäßig wie es geht. Ich habe sehr großen Respekt gehabt, dass ich die Tablette nicht vertragen werde oder große Nebenwirkungen haben werde. Das nicht aufgetreten ist, das hat mich sehr, sehr überrascht. Und dass diese Operation, dass sie so anstrengend wird, also das ist eine große Operation, und dass die so groß ist, das habe ich mir irgendwie, konnte ich mir nicht vorstellen, und das hat mich dann doch, dass ich so lange arbeitsunfähig bin. Also ich bin ungeduldig, was das anbelangt, und wollte eigentlich schneller wieder arbeiten gehen, aber man kann das nicht forcieren. Diese Medikamente verursachen bei ungefähr der Hälfte der Patienten Nebenwirkungen, meistens mild. Viele Patienten haben Magen-Darm-Beschwerden im Sinne von Übelkeit oder Durchfall, Wassereinlagerung im Augenbereich oder im Knöchelbereich. Manche Patienten fühlen sich müde. Andere Patienten wiederum berichten von Muskelschmerzen oder Muskelkrämpfen. Und je nach Medikament gibt es auch Medikamente, die steigern den Blutdruck und machen Hauterscheinungen verschiedenster Art. Ja, es war zum Teil ziemlich heftig, diese Krampfanfälle, vor allem in den Beinen, Waden. Da konnte ich zum Teil einfach nicht schlafen oder erwachte wegen den Krämpfen. Aber da konnte man mit Magnesium sehr gut dagegen wirken, und das habe ich jetzt im Moment habe ich null Nebenwirkungen. Einige dieser Nebenwirkungen kann man relativ einfach umgehen. Zum Beispiel die Übelkeit nach der Tabletteneinnahme kann man dadurch umgehen, dass der Patient die Tablette am Abend nimmt und dann gleichsam damit einschläft mit der Tabletteneinnahme. Falls ein erhöhter Blutdruck auftritt, dann kann man blutdrucksenkende Medikamente einnehmen. Das sind so einfache Dinge. Andere Sachen sind etwas komplizierter, und da muss man schon mal überlegen, was man da macht.